Ja, hallo alle zusammen hier zu einem weiteren Spiel des deutschen ALTTPR-Turniers. Wir sind jetzt im Lower Bracket unterwegs und sehen ein Spiel zwischen Iconic und Rudy. Bedeutet letztendlich, die beiden haben in ihrer regulären Gruppenphase gegen ihren Kontrahenten verloren und sind jetzt hier in einer neuen Gruppierung zusammengestellt worden. Wir sind wieder im Standardmodus unterwegs, heißt, wir haben den klassischen Onkelstart. Und schauen wir mal, was wir dann gleich als erste Startwaffe haben. Mit dabei habe ich heute als Kommentator Lanox und Gaming Dojo wird das Tracking für uns übernehmen. Ja, hallo, schön hier zu sein. Ich freue mich wieder hier auf ein spannendes Match und sehe schon mal ein Herzcontainer, ein bisschen mehr Leben für den Start, für die beiden Runner. Was wünschst du dir als Startwaffe, Lanox? Heute bin ich mal freundlich und sag, wie wär's mit einem Bogen, damit wir auch heute ein frühes Eastern sehen, das aber dann unglücklicherweise ein Pendant ist. Bogen finde ich auch immer eigentlich ganz schön. Man kann viel damit machen. Und wenn wir dann nicht, sag ich mal, in Kakariko schon ein Schwert haben, ist es auch gar nicht so spannend. Und man sieht, ja, da ist der Bogen noch schon. Ja, ich hatte recht. Und jetzt muss ich gleich nochmal recht haben, dass Eastern ein Pendant ist. Aber wenn dann ein Blue oder ein Red, weil sonst gibt es ein Item zu viel oder nicht. Ja, mindestens, mindestens. Gut, schauen wir Ja. mal, ob wir jetzt gleich den ersten Map-Check schon sehen. Meistens ja irgendwo im Hof vom Castle. Ja, aber die beiden haben erstmal keine Lust zu sehen, was ist. Genau, aber ich finde auch ein Bogen auch sehr angenehm jetzt hier in der Escape-Szene. Man bekommt ja auch zum Start auch 30 Pfeile. Ist mehr als genug, um da sicher durchzugehen, auch wenn man vielleicht mal daneben schießt. Sag mal, der knackigste Start ist vermutlich Bomben, die 10 Stück. Da muss man schon wissen, was man macht, gerade bei den Guards, die sich bewegen, weil mit 3 Herzen kann man auch schlecht immer reinlaufen, dass man so hundertprozentig trifft. Ja, obwohl ich finde auch ein Start mit dem Burner finde ich auch relativ knackig, da man auch vielleicht hier oder da auf seine Magie aufpassen muss. Na, das stimmt. Das ist durchaus nochmal auch ungemütlich und gerade die Bomben sind nochmal fürs Backyard das Schöne, dass man, wenn man sparsam genug war, auch gleich die 3 Items oder die 3 Chests nochmal machen kann. Genau, aber hier scheinen ja Bomben jetzt so nicht das Problem zu sein. Die Green Guards, habe ich gesehen, lassen auch mal ein paar Bomben fallen. Beide haben jetzt auch schon eine Bombe, womit sie auch die Möglichkeit haben, das Back of Escape dann entsprechend mitzunehmen. Und sehr frühe Moon Pearl. Na, mal schauen, was das für uns bedeutet. Erstmal prinzipiell noch nichts, aber ja, das Suchen danach fällt ja erstmal weg. Na, Rudi nicht ganz zufrieden gewesen, da? Ich verstehe gar nicht warum. Was? Aber man kann schön sehen, dadurch, dass wir ja bereits nach der Gruppenphase sind, kommen die Spieler von ihren Fähigkeiten auch viel dichter zueinander. Da sind teilweise ja nicht mal, ja, Viertel halber Raum zwischen den beiden aktuell noch. Ja, also ich denke, dieses Match wird noch richtig spannend sein und ich bin da auch voller Erwartung, welche Entscheidungen die Runner halt jeweils treffen, wohin, wo sich dann möglicherweise sich dann die Wege vielleicht trennen. Ich denke mal, dadurch, dass wir ja mit Bomben starten, nach Kakariko, je nachdem wie Crystals und Pendants liegen, frühestens da, denke ich mal, was anderes. Aber meistens geht es ja nach Kakariko zur South Shore. Ja, aber da haben wir ja noch ein, zwei Minütchen hin. Ja, ganz genau. Also der Start beim Standard halt sehr linear. Da ist eigentlich meistens eher nur der Unterschied, was man halt für Items vielleicht jetzt noch zum Start findet. Aber ansonsten ist es ja eher ein und dasselbe. Was haben wir denn schon gesehen? Hatten wir die Karte schon? Ich glaube nicht, oder?
Nein, die Karte noch nicht. Also die könnte jetzt halt noch kommen oder spätestens im Sanctuary. Mhm. Und falls sie da liegt, bin ich mal gespannt, ob die Runner daran denken, dass da dann die Karte liegt. Jetzt im Dark Cross kann auf jeden Fall auch schon ein Item liegen wieder oder die Karte, weil man sieht ja, sie haben den Schlüssel. Damit ist die klassische, sagen wir mal, Vanilla Key Chest hier keine. Und da liegt der Burner. So, schauen wir mal, was sich hinten im Keller versteckt. Ja, da war dann noch die Karte, das heißt, in der Sanctuary Chest wird sogar noch was liegen. Und dann tippe ich mal drauf, nach der Sanctuary werden wir dann den ersten Map-Check sehen. Um dann auch zu spekulieren, wo welche Pendants jeweils auch in der Dark World dann zu sind und was das für unsere Wege bedeuten könnte. Naja, ich hoffe immer noch Pendant in Eastern. Erste Medaillen. Schauen wir mal, ob wir es auch brauchen später. Ja, es passt so nicht. Red Crystal Eastern, Green Desert und der rote war auf Hera, wenn ich es richtig der war blau. Gesehen habe. Der war blau. Oder blau. Ja, also wenn das ja schon Red Crystal ist, dann werde ich wahrscheinlich meinen Runner auch in ja wahrscheinlich relativ früh auch von den Eastern sehen, oder? Ich denke, beide brauchen wirklich keine Lampe und können den Dungeon voll abschließen. Würde ich auch sagen, gerade mit dem Burner ist selbst der eine Darkroom vorm Boss unproblematisch. Und die anderen sind ja eigentlich. Eastern hat die leichtesten Darkrooms, wenn man so mag. Ja, und die Lumberjack Ledge hat für uns eine Green Goo Bottle. Ich denke, dass wir erstmal kein Agar sehen werden. Außer die Logik sagt uns, du musst diese Bottle holen, damit Sickhead irgendeine Progression für uns hat. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Na, denke ich auch mal. Ich glaube nicht, dass wir alle drei anderen Bottles in GT haben und Sickhead dann irgendwie, was weiß ich, irgendeine andere Progression, die wir brauchen. Ein Hammer oder so. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Aber der Wald hier auch sehr großzügig mit einem Hookshot und einer Lampe. Das heißt, wir brauchen keine Darkrooms mehr. Jetzt ist Eastern voll in Logik. Und wir haben jetzt auch dementsprechend unsere erste Feuerquelle. Ja, Rudi hat sich auch drüber gefreut. Jetzt weiß ich nicht einfach nur, dass er jetzt in Logik einfacher durchkommt. Oder ja, die Lampe macht ja trotzdem Agar ein bisschen auf für einen Dark World Access. Wer weiß, vielleicht da der Wunsch des oder der stetige Wunsch des Chats noch erhört. Aber jetzt hier erstmal Kakariko, hohe Dichte, schon das erste Schwert. Jetzt erwarte ich nur noch das Cape. Und hier haben wir auch schon eine Flasche gefunden, also Agar müssen wir definitiv nicht für die Flasche machen. Ja, das ist auf jeden Fall raus dafür. Oh, Boots, so früh, das ist natürlich sehr, sehr angenehm für die Runner. Ja, ich würde sagen, Kakariko gönnt. Ja, Rudi jetzt auch mit seinem Map-Check. Sieht dann auch, oh, Red Crystal auf Eastern. Warum nicht?
Also auch noch die Flöte in Kakariko, da könnte man ja glatt meinen, wir haben hier ein Jetseed. Ey, komm, jetzt kann Kakeru dann uns jetzt auch noch die Flippers geben, dann können wir quasi fast überall hin. Um dafür dann den Ice Rod vermutlich die nächsten 2 Stunden zu suchen. Ich bin Ja, dafür. Rudi kann es auch kaum glauben, dass es Seed so gibt. Was ich jetzt spannend finde, ob sich einer von den Runnern dazu entscheidet, nach Kakariko nicht die Southshore zu machen, sondern vielleicht direkt nach Isan rüber, weil machen müssen es so oder so. Und man hätte vielleicht dann noch genug Geld, um Fake Flipper mit Zora zu verbinden. Also wäre verständlich. Man kann ja das auch ruhig nach hinten ziehen, weil man ja auch dementsprechend damit schon einen Dungeon cleared hat. Also ich würde es jetzt nicht so abwegig finden, wenn sich da ein Runner sich dafür entscheidet. Ich meine, das sind ja auch noch mal wieder mit Sarschrader zusammen 6 Checks. So, dann sehen wir jetzt als letztes noch Library und das Race Game. Und dann schauen wir mal, ob sich die Wege der Runner dann schon trennen. Das finde ich auch immer super angenehm, wenn man irgendwie schon in Kakariko selbst eine Flasche findet, dass man halt Sickkid schon direkt mitnehmen kann und nicht dafür irgendwann wieder zurückkehren muss. Weil das ist dann ein relativ einsamer Check, finde ich. Solange man noch nicht irgendwie zwischen Village of Outcasts und Kakariko immer hin und her switchen kann mit Spiegel oder ohne Spiegel. Na, definitiv. Iconic, da sieht es jetzt so aus, als würde er wirklich das Eastern Play machen. Ja, aber ich habe gerade gesehen, der Somaria auf Lake Hylia Island. Das heißt, Flippers sehr, sehr wahrscheinlich required. Oder nee, ziemlich sicher required, weil wir ja 2 Pendants in der Leiter haben. Das heißt, Maya oder TR muss Crystal sein. Ja, ich bin gespannt, was die Runner da mit dieser Information anfangen. Es gibt ja Möglichkeiten, sich diesen Stab auch ohne Flippers sich zu holen. Naja, aber da Swamp wahrscheinlich dann auch im Crystal ist, kommt man eh nicht drum rum. Also, ja. Ja, der Logik halber braucht man es dann ja auch nicht für die beiden anderen Dungeons, um die Flippers zu kriegen. Also, ich denke mal, die Runner werden da den regulären Weg nehmen. Ja, aber hier sieht man schon, Rudi entscheidet sich für Eastern später. Iconic sagt, nö, ich bin schon mal hier, ich mach dann alles fertig. Oh, ein zweites. Ach Gott, oh Gott. Ein drittes Drittes Schwert Schwert. schon. Aber Moment, wir haben jetzt die Lampe, wir haben die Mindestanforderung von Master Schwert für Aga erreicht. Ja, wer weiß. Und da jetzt neben dem Master Schwert noch der Single File war, ja, wer weiß, vielleicht heißt es auch nochmal, ha, du denkst es jetzt, einfacher Seed, Pustekuchen. So, dann überlegen wir mal. Für Warte, Dargold Rudi. Access brauchen wir jetzt noch ein bisschen was. Wenn jetzt also in Isar nichts liegt, haben wir noch Bonkrox und Ice Rod Cave in Logic, oder? Ja, vieles haben wir nicht mehr, da hast du recht. Hatte jetzt Rudi die Ice Rod Cave, hatte dieser jetzt aber nicht gecheckt, oder? Ich glaube, er Nee, hatte jetzt hat er direkt nicht nach der gemacht. Moldom Cave, ist er dann zu Isan rüber geflötet.
Ah ja, stimmt. Agina haben wir drüben ja auch noch. Auch immer äußerst beliebt. Ja, natürlich jetzt ja auch mit der Flöte könnten wir jetzt auch noch den alten Mann machen. Wir haben ja durch die Lampe den alten Mann in der Logik und auch Spectacle Rock, der untere Teil. Da kommen wir auch an den Gegenstand ran. Ja, und Iconic jetzt mit dem Fire Rod in der Biggie Chest aus Eastern. Damit haben wir jetzt auch beide Feuerquellen. Ja, wenn wir dann irgendwann in die Dark World kommen, kann aber dann wirklich, sagen wir, der Rando wieder zuschlagen, weil mit den ganzen Möglichkeiten, die jetzt die Items schon bieten, ist fürs Routing ja einiges offen. Das heißt, da werden wir durchaus viele unterschiedliche Entscheidungen sehen. Ob gut oder schlecht, wird sich dann zeigen. Ja, irgendwie hat Iconic mit den Igos ein paar Probleme. Ja, die sind auch gerade echt ein wenig gemein. Hattest du den Stun-Price schon gesehen, Lanox? Nee, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich denke, sie haben ja die Möglichkeit, mit dem Hookshot einen Stun aufzusetzen. Dann wird es auch nicht mehr lange dauern, dass wir da einen Stun-Preis mal sehen. Ja, und damit Iconic jetzt auch mit seinem ersten Crystal nach nicht mal 17 Minuten. Ja, und jetzt geht's weiter mit der Suche Dark World Access. Wo werden wir ihn finden, oder? Doch noch Aga. Ja, aber Iconic wird ja jetzt erst wohl noch die South Shore machen. Da sind jetzt noch so viele Checks. Ich meine, er könnte sich auch, wenn er jetzt vielleicht Lust hätte, auch die East Death Mountain machen. Wir haben ja den Hookshot, wir können auch East Death Mountain betreten. Aber was man sieht, Iconic hat so ein bisschen, ja, Sorge. Der Seed läuft so einfach, gehe ich doch mal lieber zu Agina, nachdem wir schon so oft Catfish dieses Turnier hatten und auch immer mal wieder Agina was entscheidend war. Aber das hat dann auch ihm nichts leider gebracht. Iconic holt dann jetzt noch die Checks nach, die Rudy vor Eastern schon gemacht hat. Und vermutlich sehen wir auch dann Rudy nach den Ammonites auf dem Berg dann. Ja, das denke ich auch. Ich meine, wir haben den alten Mann, wir haben Easter's Mountain, da sind wir schon bei 9 plus den... Wie heißt das? Spectacular, aber 10 Checks, die wir da noch haben. Also bevor ich Agar machen müsste, würde ich auch vorher noch schauen, was da noch liegt. Weil da hat man ja noch sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass man ja noch Zugang für Agar erhalten kann. Aber interessant, ich habe nach dem Kars und den Kakariko Iconic ein bisschen weiter vorn gesehen. Also einfach nur vom Movement. Aber irgendwo hat Rudy Zeit ordentlich gut geholt, weil er ist ja jetzt schon oben auf dem Mountain.
während Iconic hier noch die Checks nachholt. Ja, hier waren vielleicht hier oder da mal so kleine Probleme, hat es ja gesehen, da ein kleiner Struggle, wie zum Beispiel bei den Igors. Das hat vielleicht die eine oder andere Sekunde für Rudi dann halt wieder auch gut gemacht. Sehen wir jetzt gleich mal zwei neue Checks. Der alte Mann nur mit 50 Talern und die Ice Rod Cave, die Rudi noch nicht gemacht hatte. Ja, eine Ice Rod Cave, die Rudi auch skippen kann, wenn er das möchte. Und der Berg gibt uns einfach gar nichts. Auch schön. Ah ne, Quatsch. Die kommen ja noch rüber, die haben ja den Hookshot bereits. Das heißt, da kann noch in Paradox einiges liegen. Ja, König schön denkt, dass er keine Bomben hat und weiß, er braucht Bomben für die Westseite von Death Mountain. Weil da muss man ja auch ein Loch ja freisprengen. Die Westseite? Welche? Was meinst du gerade? Du willst ja, wenn du an der Paradox Cave bist, da ist ja. Da sind ja in der unteren Etage, da sind ja zwei Kisten, die da musst du dir den Weg freispringen. Ist das aber nicht der Osten? Ja, Osten, Entschuldigung. Habe ich gerade wirklich Westen gesagt? Ja, ja, deswegen war ich ja so verwirrt und dachte, hä, beim alten Mann? Aber da ist doch ein Shop links davon, glaube ich sogar, oder? Ja, aber auch den musst du, glaube ich, freisprengen. Ah, das kann sein, ja, das kann sein. Dadurch, dass wir gequatscht haben, ich weiß nicht, ob wir es gesehen haben, Rudi hatte seine Gloves gefunden. Ja, die lagen in der Paradox Cave. Das heißt, er wäre jetzt nur noch einen weiteren Handschuh oder einen Hammer von Darkwood Access entfernt. Was haben wir denn noch offen? Bonk Rocks haben wir gesehen bereits. Da war, glaube ich, nichts drin, ne? Ja, der Handschuh allerdings auch macht uns jetzt Sura offen. In Logik, genau. Das heißt, da ist hier was drin, aber ich denke mal, die beiden werden, wenn über die Ice Rod Cave mit dem Waterwalk gehen, das ist dann nochmal ein bisschen flotter und nimmt dann auch gleich die Waterfall Ferry mit. Oder wir sehen vielleicht bei Rudi, wie er den Waterwalk im Wald aufsetzt und dann sich über den Strudel runter teleportiert. Er hat jetzt auch entsprechend das Geld gerade zusammenbekommen, um auch Sora bezahlen zu können. Iconic, dem fehlen noch 100. Und in Spiral Cave lagen, glaube ich, 50 Rupees. Gucken wir mal, wo die Reise für Rudi hingeht. Das sieht mir nach Waterwalk und dann Sora aus.
Weißt du, wie es um das Können bezüglich Splash Deletion bei den beiden steht? Eventuell haben wir ja auf der Sora Ledge was liegen, dann könnte man das direkt abholen. Kann ich dir so jetzt leider nicht beantworten, aber ich habe doch mitgekriegt, das sind eigentlich zwei sehr gute und sehr geübte Runner. Ich denke, dass sie so eine Splash-Deletion hinbekommen. Aber Iconic sagt sich, nö, ich habe zwar noch den ein oder anderen Check offen, entscheidet sich für Agar. Ja, bin ich jetzt gespannt, ob das schon die richtige Entscheidung ist oder ob sich Rudi doch einige Minuten spart über Zora, weil eigentlich ist nur noch Zora ein wirklich Logic. Oh, hoi, das war aber lucky. Der Sequence Break spart ihm Agar. Ja, da freut er sich. Ja, das ist aber auch schön zu sehen, wenn man sich auch erfreut. Da ist dann so eine Facecam richtig toll, wenn da die Runner sich auch entsprechend sich zeigen. Aber jetzt wirklich, dass er sich da Agar sparen kann, durch die Titans, das ist mächtig. Das ist wirklich mächtig. Vor allem Hobo hat auch nicht so häufig Progression. Meistens vielleicht nochmal eine Lampe, die man skippen kann oder so. Aber meistens ja auch nur Trash. Ui, ich sehe gerade, der Chat pokert schon auf Vanilla Flippers. Wäre natürlich auch möglich, ja. Ja, wenn die Vanilla, wenn die Flippers auf Vanilla liegen, dann auch wieder für Iconic wäre das Agar-Play dann völlig umsonst. Na, weil wenn Miss. Oh, da liegt der Ice Rod, auch nicht schlecht. Das heißt, wenn unser Medaillon bereits was, könnte man ja bald schon Turtle Rock reingehen, weil die Runner ja auch wissen, wo ihr Somaria liegt. Und noch eine Red Mail, Sora gönnt. Das heißt aber, wir hätten von der Logik her Agar machen müssen. Von der Logik her. Aber eine schöne Fake Flipper oder Waterwalk und man konnte Agar wunderschön skippen. Aber auch jetzt die Information, dass wir den Ice Rod haben auf der Sora Ledge. Wir wissen ja noch nicht, ob wir ihn wirklich definitiv benötigen. Aber es ist schon mal gut zu wissen, wir müssen ihn nicht mehr suchen. Weil so eine Ice Rod Hunt ist, wie viele mit Sicherheit, die das Spiel ja auch selber spielen, eine ganz schreckliche Sache. So, schauen wir mal, wer als Erster die Dark World betritt und uns dann die Infos gibt. Turtle Rock, brauchen wir, ja oder nein? Ah, Agar meint's mit Iconic aber auch nicht gut. Ja, hier macht den Map-Check. Red Crystal auf Meier und Ice hat das dritte Medaillen. Das heißt, wir brauchen den Ice Rod. Ah, was natürlich gemein sein könnte, wenn die Progression auf der Red Bomb liegt und wir bis dahin keinen Hammer hatten. Das hatten wir, glaube ich, vor 2, 3 Tagen. Und auch keine Flippers bei den Runnern. Da hat dann, ja, mal wieder der eine oder andere Glitch das Rennen entschieden.
Ja, aber jetzt hier Iconic. Ich denke jetzt auf dem Weg im Pott, möchte rein dippen. Hofft, dass er, denke ich, den auch den Hammer da drin findet. Dann könnte ihn ja auch dann komplett abschließen. Sonst hat er ja nur die lange Route über Norden, rüberhucken nach Village of Outcast. Das geht man seltener gern, weil es einfach viel zu lang ist, auch mit den Boots noch. Ich glaube, das Idealste, was jetzt Iconic passieren könnte, wäre, dass er jetzt die Flippers und den Spiegel vielleicht jetzt hier in Pott finden könnte. Weil dann wäre er auch gar nicht so weit von dem Hobo entfernt. Man kann ja von der Dark World ja sehr gemütlich rüberspiegeln. Dann würde er auch relativ schnell auch an seine Bits kommen. Ja, das wird ihm, glaube ich, ordentlich helfen. Ihm wahrscheinlich auch im Lauf des Race wieder wahrscheinlich an Rudy vorbeibringen, weil wenn er jetzt erstmal noch Thiefstorm macht und dann schaut, was als nächstes einen Angriff nimmt, das kann auch dauern, bis er noch Pott nämlich reingeht. Ja, die Motte hat auch nichts, das heißt, dann muss er nochmal die Front clearen. Aber für Rudy jetzt auch Crystal Nummer 2. Und übrigens, Iconic weckt in mir gerade mit seiner Donkey Kong SO wieder wunderbare Nostalgiegefühle. An die ganz schlimmen Loren-Level, wo man alle 2 Meter runtergefallen ist? Ja, Nostalgie und Trauma. Es lag da gerade in der Chest drin, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen gehabt. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht, ich war jetzt gerade bei Iconic konzentriert, der jetzt gestorben ist. Ja, aber ohne Spiegel, Death Warp. Bei den Spikes immer die schnellste Sache. Aber ich glaube, bis jetzt hat er Iconic auch nur das Quake gefunden. Ich glaube bisher sonst nichts wirklich weiteres Nennenswertes. Gerade sieht so aus, als wenn uns Skull Woods keine Progression geben möchte. Dann werden wir wahrscheinlich in Thiefstown das nächste erst sehen. Jupp, damit hat er beide Items und kann damit raus. Ja, das Cape brauchen wir wohl auch nicht zwingend, denn nur 300 Rupees auf der Bumper Ledge. Es sieht nicht danach aus, dass Iconic Glück hatte mit seinem Pot-Dip. Vielleicht, ja, das Quake wird Rudy später auch nochmal finden, aber jetzt leider nicht das, was er sich erhofft hat in Pot gewesen bei Iconic.
So, das finde ich jetzt interessant, für was er sich als nächstes entscheidet. Weil eigentlich bleibt ihm ja nur noch Darkhold rüber dann im Village of Outcasts. Ohne den Genau. Hammer. Hat aber den Hookshot, also kann sich dann sich über den Fluss hooken und kann dann halt einen sehr langen Weg nehmen, um Village of Outcasts zu erreichen. Oder auf Catfish liegt mal wieder gemeinerweise die Progression, die dann Rudy nicht finden wird. Also so schnell. Weil das hat Iconic ja jetzt auch noch als einen der wenigen Checks offen, die ich denke mal, ja, nimmt er auch mit. Ja, ich denke auch, dass da Rudy den Catfish vielleicht eine Weile liegen lässt und wird sich wahrscheinlich erst entscheiden, das zu verbinden, wenn er sagt, okay, ich will jetzt Turtle Rock abschließen, ich will mir den Ice Rod holen, der ja auf der Sura-Ledge liegt. Und da hoffe ich jetzt, dass da für Iconic was drauf liegt. Ist hier schon Catfish hat Flippers vielleicht? Ist Catfish eigentlich irgendwie so der böse Zwilling von Zora oder der Dunkle? Also, Cousin dritten Grades. weil von dem, was er einem gibt, ist das ja nicht so weit davon entfernt. Ja, aber der nimmt wenigstens dafür nicht. Der gibt sich auch mit wertlosen Steinen oder mit einem Busch zufrieden. So, das heißt, die nächste Progression werden wir wahrscheinlich bei Rudy sehen in Thieves Town, weil jetzt Iconic auch erstmal Skull Woods geht und da lagen ja nur Bomben und Liebe drin, somit da jetzt erstmal nichts, was uns weiterbringt im Seed. Genau, klar, Rudi könnte vielleicht hier oder da vielleicht schon mit der Smith Chain später anfangen. Er hat ja die Bits, aber wir wissen, dass was dann vom Schmied kommt, auch ihm wieder noch gelockt ist durch die Flippers. Mitunter. Aber das Gute, was Woody weiß und sich natürlich Zeit sparen kann, er braucht jetzt nicht irgendwie den Dark Death Mountain schon mal oben machen, weil da können ja die Flippers für ihn ja gar nicht liegen, weil die ja hinter den Mids sind. Also da kann er auch schon Ja, je nach aber. schlauem Routing einiges rausholen. Genau, und die Flippers wurden gerade gefunden, und zwar im Attic vom Seas Town. Ja, während ich rede. Damit ist Rudy auf jeden Fall wieder in Logic. Genau. Ja, also dann weiß ich nicht, wann ich dann Iconic sehen werde. Er hat zum Glück die Flöte, das heißt, er kann relativ schnell dann auch die ganzen Water-Checks machen. Dann hoffe ich, dass er dann auch bald seine Mits dann auch einsammeln wird. Heißt, die Smith Chain ist jetzt offiziell auch offen. Und ohne Spiegel natürlich immer ein bisschen unangenehm. Aber auch Swamp Palace kommen wir auch noch nicht rein jetzt. Da fehlt uns ja eben das coole Teil noch. Du brauchst aber auch den Hammer. Der wird auch gerne vergessen, denn am Anfang oder im du kannst ja die erste Chest öffnen, das ist ja grundsätzlich ein Key, außer wir spielen jetzt vielleicht einen anderen Modi. Danach kommst du an eine Chest und danach kommt ja dieser Schalter mit diesen Molds. Ab da wirst du den Hammer brauchen. Wie gemein wäre denn die Second Chest mit dem Hammer drin? Das ist unglaublich böse. So, beide jetzt in ihren Bossfights schlagen sich eigentlich recht gut. Mit dem Burner natürlich blind recht ziemlich angenehm, während Iconic ein bisschen von der Motte geärgert wird, die einfach aus den Spikes nicht wirklich raus will. Ja, aber auch hier mit einem Tempered auch super angenehm. Ich glaube, vier Slashes, also mit vier richtigen Slashes, ohne dass die Motte sich hinter den Spikes versteckt, ist die dann auch relativ schnell weg.
Genau, und was man schön sehen kann eigentlich, dass Agar-Play bei Iconic, das macht am Ende ein bisschen mehr als einen guten Dungeon aus, was das an Zeit gefressen hat. Ja, und Rudi hat gemerkt, ich habe nicht genug Geld, das Digi-Game kostet 80 Rupees. Aber gut, wir haben ja noch das Error-Game, da kann man eigentlich relativ schnell Geld verdienen. Ich habe da gehört, ja, ich habe gehört, da gibt es einen ganz tollen Trick, dass man sich direkt neben diesen, ich weiß gar nicht, Trommeltypen da stellt. Und sobald dieser Oktopus am zweiten Vorhang, den so gerade so berührt, also in dieser zweiten Linie, wenn man dann schießt, dann trifft man garantiert. Auch immer an den Händen vorbei. Also dass man da den Oktopus definitiv trifft, das kenne ich. Aber ist es auch immer, dass die Hände nicht im Weg sind? Also bis jetzt, jedes Mal, wo ich das gemacht habe, war auch nie eine Hand im Weg. Interessant. So, also kann man dann schnell Geld machen. Man muss nur aufpassen, ich glaube, ab der dritten Runde oder ab der vierten ist es dann ein bisschen versetzt. Dann sollte man bestenfalls vielleicht eben einmal kurz den Raum verlassen und wieder da reingehen. Dann funktioniert das auch wieder von, wie heißt das? Dass man dann das dann auch trifft. Ah, Rudi fällt gerade auf, er hat ja gar keine Mirror und darf laufen. Ja, aber hey, der Frosch hat da jetzt so lange rumgesessen, dem tut auch mal ein bisschen Bewegung gut und ein bisschen die Welt sehen, warum nicht? Und vor allem der Schmied kommt ja auch überall hin mit. da findet Rudi sein Geld fürs Digging Game, nur eben eine der wenigen Locations, wo man nicht mit dem Schmied hin kann, ist eben das Digging Game. Ja, genau, der Typ vom Digging Game, ich glaube, der hat irgendwas gegen den Schmied. Ich glaube, der hat auch irgendwas gegen lila Kisten. Frag mich eigentlich, warum. Vor allem in der Dark World ist so vieles lila, vielleicht nervt es ihn einfach nur. So, jetzt werden wir sehen, wird die Hype Cave seinen Namen gerecht? Ich sag eher Sad Cave. Okay, solide 0 von 10? Bist du damit einverstanden? Ja. Ich frage mich gerade bei der Reaktion von Rudi, was ihm da gerade in den Kopf gegangen ist, weil, ach je, jetzt hat er noch die Guards aktiviert. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, aber hier sieht man auch, also dass eigentlich wie länger so eine Smith-Chain ohne Spiegel sein kann. Natürlich aber auf der anderen Seite macht die Flöte es vielleicht ein kleines bisschen angenehmer. Ja, das ist... Durch die frühe Flöte und die frühen Boots ist es eigentlich relativ angenehm, was man da an Movement bekommen hat. Wenn man das nicht hat, die Smith Chain natürlich, ohne Spiegel. Ich glaube, ist es der längste Check, Einzelcheck? Müsste es sein, oder? Oder halt kombinierter Check ist es dann ja eher. Ja, es ist wirklich ein sehr langer Check. Du, zum Beispiel, du bringst den Schmied weg, dann ist ja erst diese Kiste aktiv. Dann müsstest du ja wieder dann in die Dark World zurück, um dann die Kiste einzusammeln. Ist einfach super zeitfressend. Und die Schmiede haben gesagt, wir können nicht nur Brot schmieden, wir können nicht nur Metall schmieden, wir können sogar Papier schmieden. Denn die haben uns das Buch in die Hand gedrückt. Was für ein Medaillen war Maya denn? Weil sonst hätte er ja schon reingekonnt. Das hatte ich. Ah, ich lese gerade, Pot braucht man für Maya, das heißt, es war Quake. Ja, Rudi jetzt mit seinen Mits hat den Hookshot. Kann sich die Informationen holen, was brauche ich für Turtle Rock und dann auch noch eben die Dark des Mountain Checks mitnehmen.
Sollte Turtle Rock Aether sein, wird er sich, glaube ich, wieder ärgern, weil er weiß ja, wo der Ice Rod liegt. Und da kommt er jetzt ran. Ja, aber auch für Turtle Rock brauchen wir ja noch den Sumaria. Ach ja, ich hab's vergessen. Aber auch da weiß er ja, wo er ist. Außer er könnte jetzt jeden einzelnen Raum hovern. Ich frage mich, ob man das überhaupt kann. Also ob man jeden einzelnen Raum in diesem in Turtle Rock hovern kann. Außer rein Theorie, aber ich würde es, glaube ich, nicht machen wollen. Glaube ich, nicht so effizient vom Zeitgedanken her. Dann sucht man den Sumaria oder in dem Fall den Spiegel, wenn man den Sumaria rankommt, eher noch. Auf jeden Fall. Aber Turtle Rock sagt, ich brauche Isa. Das heißt, Bombas ist überflüssig. Ja, das heißt, es Hammer finden, Spiegel finden, dann ist Turtle Rock abschließbar, weil die anderen Items sind ja bekannt. Schauen wir mal, ob er sich vom Buch ins Pendant Desert reinbringen lässt. Da hätten wir noch das Green entsprechend, noch mit dem Zusatz-Item. Aber machen müsste das ja nicht. Ja, genau. Aber wäre halt auch da voll abschließbar. Wir haben die Handschuhe, wir haben eine Feuerquelle, wir haben ja auch die Boots, sollte es Bootslocked sein. Ist gerade, achso, jetzt fällt mir ein, er hat keinen Hammer. Er wollte in die Dark World. Aber Iconic jetzt auch mit seinem Dragon Crystal hat jetzt auch blind dem Gar ausgemacht. Ja, damit sind beide Runner Crystal technisch wieder auf dem gleichen Stand. Noch gar nicht mehr so weit voneinander entfernt durch ja, das fehlende Spiegeln. Ist einfach ja viel Zeit vergangen schon beim Rudi und auf dem Berg lag er jetzt auch keine Progression, die ihm so viel mehr bringt. Ja, war Iconic brauchte, er hat ja jetzt die Flippers, er muss noch zum Hobo und sich seine Mits abholen. Ja, und ich glaube, solange wir jetzt kein Spiegel rechtzeitnah auf der Route bei Iconic wissen, das werden wir ja nicht, wird er auch immer noch seine Mits eine Weile suchen. Ja, Rudi hat, glaube ich, auch gemerkt, ich habe keinen Spiegel, ich brauche Swamp nicht machen. Also könnte auch die erste Kiste da nicht checken. Und er kriegt aber auch seinen Sumari nicht, oder wo will er hin? Er will auf die Richtung Pott gehen. Da sind ja diese Packs im Weg. Er hat ja keinen Hammer. Ach, deswegen geht er unten rum. Ja, ja. Aber Iconic jetzt, denke ich jetzt, auf dem Weg, sich seine mitzuholen. Na, und Iconic? Geht er auf den Berg oder wird er das Maya-Play machen? Schauen wir mal. Mich, was Rudi gerade wieder eingefallen ist bei der Reaktion, weil es sah jetzt im Stream nichts Schlimmes aus.
So, aber Iconic nachher jetzt hier, er hat die Flippers. Er braucht nicht nochmal hier hinkommen, um sich den Eisrod abzuholen. Also er kann jetzt eben sich die Redmail von Sora abholen. Sieht dann auch gleich die, den, ach, wie heißt das Ding nochmal? Dieses Eisding. Eisrod? Genau, den Eisrod. Den kann er sich auch dann direkt mitnehmen. Spart er sich nochmal einen Weg mit. Ja, ist doch gut. Alle Items mit Ding am Ende, das macht vieles immer einfacher. Feuerding, Eisding, Liegeding oder Flötending. Ja, genau. So. Ich kenne das Wort Ding, damit kann ich auch alles erklären. So. Ja, aber jetzt Rudi auch jetzt hier im Pott mit seinem Dip wird auch merken, hier gibt es keinen Hammer. Das heißt, wo liegt unser Hammer denn? Ja, interessant. Erst sagte Isa, gut, aber irgendwie hat er keinen Bock auf Maya ohne in Somaria. Ich meine, wir hätten auch die Möglichkeit, in Eis reinzusehen. Wir haben die Mids, wir haben die Flippers, also Eis ist entsprechend in Logik. Wir haben auch ein Fire Rod, um halt auch diese Eisgegner zu besiegen. Da könnte sich auch ganz gemeinerweise sich ein Hammer verstecken. Also ich würde vermutlich den Ice Pillars zuerst machen, da wir ja eh keinen Icebreaker machen können, kommt man recht weit und an die meisten Kisten ohne den Hammer. Und vielleicht ist er ja drin. Dann kriegt man auch fertig. Oder Rudi hat ja auch das Buch. Für ihn steht ja auch Desert vollständig zur Verfügung. Gegebenenfalls auch hinter dem Green Pendant unser Haschala hat den Hammer. Oder was mir noch lieber wäre, Haschala hat die Schaufel, hinter der Schaufel liegt ein Pilz und auf dem Pilz liegt der Hammer. Ja, das wird dann langsam fies. Der Somaria könnte ja zum Beispiel auf dem Pad liegen. Der Somaria, der liegt auf Lake Hylia. Nee, den haben wir ja schon gefunden. Ich hab schon wieder vergessen. Na, also für den Somaria fehlt uns der Spiegel. Na, und das heißt, wenn wir den Spiegel haben, haben wir auch die Möglichkeit, uns den Somaria zu holen. Und auch dann entsprechend Maya zu beenden. Überleger, ist das Pad komplett draußen? Könnte da der Spiegel liegen, wenn ich mal schaue? Desert, Hera, kommen wir mit dem Hammer von der rechten Seite? Also Legen, sollten wir den Hammer finden, wäre der Spiegel möglicherweise auf dem Pad sogar noch verfügbar. Na, gucken wir mal, ob das noch eklig wird zum Ende. Rudi jetzt mit den letzten Checks an einem Dark Maze und dann muss er sich entscheiden, auf was er zunächst geht. Dip von einem Crystal oder ein Pendant abschließen. Oder er nutzt jetzt noch die Chance, obwohl, na, der hat ja auch kein Spiel. Aber dann doch nochmal sich jetzt sagt, ich mache jetzt nochmal Catfish. Weil ich glaube, danach wird er nicht mehr diese Möglichkeit haben, Catfish zu machen. Also näher wird er nicht mehr dran sein. Ne, ich glaube, er schiebt so lange auf, bis er nach Turtle Rock rein muss. In der Hoffnung, den Spiegel bis dahin zu finden, kann er Catfish mit der Sora Ledge noch verbinden. Auf die Frage im Chat hin, die Seeds werden durch einen Bot zufällig gerollt. Ah, schön, da sehen wir es jetzt. Einen Dip vom
Crystal bei Iconic und Rudi hat sich für das Green Pendant für den Abschluss entschieden. Ja, jetzt frage ich mich halt gerade, hatte Iconic den Sumarian niemals auf der Insel gecheckt? Weil er weiß, also wenn er das jetzt nicht weiß, verständlich, wenn er das weiß, dann ist ihm doch dann bewusst, dass er Maya gar nicht abschließen kann. Also dann, dass er dann weiß, ich kann hier nur drin dippen und hoffe, meine Progression zu bekommen. Ja, vielleicht gambelt er eben drauf, weil er sagt, die Pendants haben heute einfach nichts. Ja, wenn jetzt der Spiegel hier drin ist in Maya. Ja, bis jetzt noch nichts. Dann haben wir auf Lenmo auf jeden Fall auch noch ein Item, wenn ich es richtig gesehen habe, wenn wir Karte Kompass hatten. Also er muss es eh zu Ende spielen, um sich dann noch das Bonus-Item übers Pendant zu holen. Das ist auch ärgerlich. Du wirst vom Maya mit einem Gottmaya belohnt oder bestraft, je nachdem, und kannst es nicht beenden. Aber Rudi hat keine Lust, der Sort fertig zu spielen. Weiß aber auch nicht so ganz, was er als nächstes machen soll. Was sagst du, Purple Chess? Oder was wird das? Ich denke, das wird jetzt Purple Chess sein, denn hier gibt es sonst nichts mehr, was er machen kann. Er hat auch keinen Hammer. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch ein Item in Thiefstown liegt. Da sollte da was liegen, kann da auch. Wird das wahrscheinlich auch sehr lange zurückgelassen. Wir waren ja schon in Skull Woods. Also, das kann Skull Woods war komplett leer, ja, da lag aber auch nichts drin. Wo will er hin? Will er zu Catfish? Das sieht nach Catfish aus. Also er macht heute gerne lange Wege, denn nach Catfish muss er irgendwann nochmal wieder zurück nach Sora. Nun, leider hat Catfish ja auch nichts. Da würde er sich gleich ärgern. Was Items angeht, Iconic findet mit drei Bomben auch nicht, was er möchte. Also gerade für die Runner, der zum Start angenehmes sieht, mit aller möglichen Sachen wie Boots, Flöte und so, entwickelt sich immer mehr zu einem sehr zähen Match. Ja, aber Maya hatte jetzt nur Geld. Also auch nichts drin. Vielleicht später für Rudi ganz gut. Wir wissen, es ist ein Gottmeier. Das heißt, wenn er dann irgendwann diesen Go-Mode erreicht hat, kann er einfach so durch. Ja, was macht er jetzt? Macht er doch die Purple Chest? Oder ja, das Green Pendant hat noch was zum Beispiel. Also prinzipiell gibt es noch ein paar Optionen, die aber alle ungemütlich lang sind. Ja, man sieht es an der Kamera. Rudis Laune sinkt auch immer weiter. Ja, aber jetzt hier Iconic mit Eis. Ne? Also wir hätten ja. Wir können es leider nicht abschließen. Aber ja, wir wissen, ein Hammer könnte auch in Eis liegen, was sehr unbeliebt ist. Ja,
Ja, prinzipiell, wir müssen es ja auch gar nicht abschließen. Es ist ein Pendant und wenn das Pet nichts hat, was wir brauchen, und das wäre schon ziemlich fies in dem Fall, dann kann er probieren, alle dreimal rauszuholen und eventuell findet er ja, was er sucht. Also irgendwo muss es ja sein. Ich denke mal, beide haben auch keine Probleme gleich mit dem Bombjump. Der ist ja ein bisschen anders als die üblichen, aber da gibt es ja einige Setups, mit denen man das relativ simpel hinbekommt. Ja, ich glaube, dann bis auf den Boss könnten wir ja, glaube ich, fast alles machen. An eine Chest kommen wir nicht ran, die hinterm Hammer liegt, wo man den Schalter drücken muss. Ah ja, stimmt. So, schauen wir mal, ob es First Try wird. Das sieht danach aus. Trifft das? Nein. Da passte der Abstand, glaube ich, waren 2 statt 1 Pixel zur Bombe. Kennst du, Lanux, alle Setups, wie man stehen muss? Nein, ich gehöre eher sehr zu diesen verwöhnten Leuten, die mit dem Icebreaker groß wurden. Und die dementsprechend sich nie wirklich große Gedanken gemacht haben bezüglich Bombjumps. An sich ist der aber auch gar nicht so schwer, weil letztendlich, man kommt nur durch die Tür, muss dann entsprechend sein Schwert nach rechts halten, sag ich mal, und dann an den Abgrund rangehen. Das haben wir jetzt gerade bei Rudi schön gesehen. Je nachdem, wie viele Pixel man noch an dem Dreieck da sieht, an diesem Zacken, muss man dann den Abstand zur Bombe haben. Hat man keinen Pixel oder einen Pixel noch, darf das Schwert keinen Freiraum zur Bombe haben. Und wenn es mehr ist, 2 oder 3, dann muss man einen Pixel haben. Das sind so die Winkel, die man treffen muss, damit man eben auf die richtige Stelle rübergedrückt wird. Ja, sehr interessant zu wissen. Deswegen, man muss es zum Glück nicht Pixel perfect in dem Sinne machen, weil es verschiedene Optionen gibt, aber ja, zur Bombe hin muss es relativ sauber dann sein. Da, der Hammer in Eis. Ja, nicht schön. Und jetzt kommt gleich noch der Somaria hier irgendwo drin. Dann ist es richtig gemein. Im Pendant Eis. Auch, der Somaria ist auf Lake Ach, Verdammt, Island. Ey, ich vergesse Der Spiegel, mal. Der Spiegel, da. Ich habe gesagt, der Spiegel und da ist er auch. Das heißt, er kann jetzt hier raus, holt sich den Somaria und zurück nach Maya. Lass mal überlegen. Was fehlt uns denn noch zum Go-Mode, von dem wir nicht wissen? Sind wir da schon? Kann das sein? Mit Hammer, Spiegel, Somaria und Ice Rod kennen wir bereits. Ist das Go-Mode? Ja, wir haben Ice Rod, wir haben Fire Rod, wir haben den Somaria für Turtle Rock. Wir haben Hammer und Bogen für Pot. Wir haben, wie heißt das, Flippers, Hookshot und Hammer. Ja, und wir haben den Somaria für Somaria und eine Feuerquelle für Maya. Oder brauchen wir überhaupt eine Feuerquelle? Nee, in dem Fall brauchen wir keine. Aber ja, wir sind im Go-Mode. Ja, natürlich aber ein bisschen ärgerlich für Arconic, ne? Also, dass dieser jetzt halt Meier erst vorher noch gemacht hatte. Hatte da jetzt nichts gefunden. Rudi kann den nachher jetzt einfach go-moden. Allerdings muss Rudi sich aber vorab noch sich sein Eisrod abholen, bis dieser dann in go-mode ist. Ja, das müssen beide aber ja machen. Also, den Weg hat jeder noch vor sich. Nur Arconic weiß ja noch gar nicht, dass der Eisrod auf der Zora-Ledge liegt. Hatte sich Iconic sich den nicht abgeholt? Der hatte sich doch die Redmail geholt. Der hatte ja die Waterchecks nachgeholt. Dann haben wir aber einen Fehler an einem Tracker, oder? Weil der ist noch nicht eingeklickt. Dann haben wir da einen. Was nicht richtig drin. Ah, okay. Dann hat er den schon.
Wäre ein bisschen seltsam gewesen, du machst die Water-Checks und lässt einfach das Item dann halt liegen, wenn man die Flipper schon hat. Aber Rudi auch da wollte erst sich an die Wiki-Chess wollte daran, merkt, er braucht den Hammer, geht wieder zurück, findet den Hammer und wird jetzt auch gleich sein Spiel einsammeln. Auf die Reaktion bin ich gespannt. Zweimal Progression hintereinander, was wir dann gleich in der Kamera sehen können. Ja, da ist er auch richtig glücklich mit. Weiß, dass er jetzt auch an seinen Sumaria kommt. So, gucken wir mal. Geht er die 2 hoch und holt sich seinen Ice Rod? Ja, das heißt, ich glaube, er weiß, dass er jetzt im Go-Mode ist. Und ja, dann haben wir jetzt ein Race in dem Sinne und schauen mal, wer die Execution besser durchkriegt und dann später als erster GT betritt. Ja, ich denke jetzt netter Bonus, wenn sie vielleicht noch die Silvers finden, aber Runner jetzt, sag ich mal, wie Iconic oder Rudy, die sind auch confident enough, dass die auch sagen, ich brauche keine Silvers, um gegen Ganon zu bestehen. Ja, mit dem Tempered ist es ja, braucht jetzt nicht so viele Slashes, gerade in der letzten Phase sind es ja auch nur 12 wie beim Butter. Das ist machbar. Konig muss ein bisschen aufpassen, nicht dass, aber okay, mit 30 Fallen sollte Witty kein Problem sein. Weil Pot so lange her war, weiß ich gar nicht mehr, ob wir noch auf Helmer ein Item haben. Vielleicht liegt da ja noch irgendwas Schönes. Ja, aber auch da, egal was wir finden, es ist nicht wirklich notwendig. Es ist dann eher nur noch ein netter Bonus, sei es jetzt Silvers oder sei es nochmal das Buttersword. Vielleicht noch das Cape, ist ja auch schön, nochmal ein extra Safety zu haben. Ein Half-Magic für den Silverless-Scannen ist, denke ich mal, auch mal sehr dankbar angenommen. Sollte man dann doch den Torch-Glitch einem durchrutschen, dann, ja, ist mehr Magic immer fein. Ja, aber auch da hast du deine beiden Bottles. Also das ist dann auch nicht so schlimm, also, sofern sie natürlich voll sind mit irgendwas, was Magie auffüllt. Dann werden wir heute gar keinen Left Side Swamps sehen. Dann bin ich jetzt traurig, aber. Das wäre jetzt aber wirklich verrückt, wenn du jetzt nicht wirklich noch für Left Side Swamp entscheiden würdest. Aber ich denke auch für die Runner sehr angenehm, dass sie jetzt halt so viele Dungeons auch einfach gomboden können. Gerade bei Rudi werden wir dann sehen, dass er nochmal einen guten Satz wieder Zeitlinie nach vorne macht, wenn er gleich seinen Gottmeier hat. Weil ich kann es gerade nicht abschätzen, wer irgendwie vorne liegt.
Ja, Rudi jetzt wieder auf dem Weg in die Darkhold. Schauen wir mal, ob er erst Swamp macht oder den Somaria holt. Ja, wäre sinnig, sich den Somaria zu holen, denn ist ja auch ein schönes Item als Setup für den Diver Down. Wenn da dieser ja auch noch Swamp machen muss, und auch ein Diver Down spart ja auch noch einiges an Zeit. Na, ich glaube, Rudi kann ja noch mit der Bombe. Na, und jetzt wurde noch den Ice Rod, um dann wirklich auch nicht nur gedanklich im Go-Mode zu sein, sondern auch die Items dafür zu haben. Bei Iconic habe ich, glaube ich, eben auch nochmal einen Bomboss gesehen, in Swamp Palace, in der nach dem Diver Down. Das ist, denke ich, auch für GT nochmal interessant, weil es doch den einen oder anderen ekligen Raum wieder schneller und einfacher macht. Ja, wobei jetzt ein Bomboss jetzt nicht vielleicht die optimalste Wahl ist, weil das Bomboss zu aktivieren dauert schon sehr lange. Da würde ich dann zum Beispiel bei den Stahlfoss dann noch eher das Ether bevorzugen. Das geht sogar wirklich ein kleines bisschen schneller. Ja, stimmt. Weil gerade der Raum, der nervt doch hier und da mal oder im Climb später der ein oder andere Raum. Ja, aber Iconic sieht man, möchte doch lieber auf Nummer sicher gehen und deckt sich hier noch mit Potions ein. Ja, ich glaube, dadurch, dass er Agar gemacht hat und dann eben seine Mits hinter, ich nenne es mal Fake-Flippern, an sich hätte finden können, fühlt er sich ein bisschen behind gerade. Was wir später bei Rudi vielleicht noch im Interview im Kopf haben sollten, wäre interessant zu wissen, warum er auf halbem Weg in Desert umgedreht ist und dann doch das Green Pendant hat liegen lassen. Weil irgendein Geistesblitz muss ihn ja dazu gebracht haben, da liegt nicht meine Progression. Um auf den Chat kurz einzugehen, ja, Rudi war eben gerade auf der Sorolash und hat den Eis geholt. Ja, aber auch ein wenig ärgerlich, hat er halt zuerst die Water Chest gemacht, wo er ja auch aber die Mids früh gefunden hatte, out of logic. Hatte dann halt den Ice Rod gefunden, also gesehen. Später dann nochmal zum Catfish, hatte aber keinen Spiegel, sonst hätte der das ja miteinander verbinden können. Da zu dem Zeitpunkt hat er noch die Flippers. Aber musste dann aber nochmal hingehen. Also da merkt man schon, dass diese 3 Trips auch viel Zeit kosten. Vielleicht macht es ja am Ende den Sieger aus, weil letztendlich hätte er mit dem Splash Deletion sich den Ice Rod vorgeholt und sich den Weg gespart. Vielleicht wird es so knapp. Ich glaube, wenn ich jetzt so gucke, Iconic müsste ein Stück vorweg sein. Hat jetzt gleich Helmer, während Rudi noch einmal komplett durch Maya muss. Ja, aber denk dran, Maya ist auch ein Gottmaya. Also da wird er jetzt auch nicht so viel Zeit reinstecken müssen. Weil ja, er wird ja auf dem Weg auch den Biki finden. Er muss ja nicht noch nach weiteren Gegenständen suchen.
Es sind aber wahrscheinlich schon ein paar Minuten trotzdem, die der Unterschied aktuell sind. Und ein Go-Mode Turtle Rock dürfte für uns auch wenig Überraschung haben. Und dann, ja, entscheidet sich vermutlich wie so oft in GT dann. Sechs Crystals jetzt bei Iconic. Und damit der letzte Gang rauf auf den Berg. Aber ich muss sagen, was so Herzen angeht, war der Seed gar nicht mal so großzügig. Aber der war zumindest großzügig mit Main-Upgrades. Ich glaube, wie viel hat Iconic jetzt? 9? Ich weiß es gar nicht. Ja, das schauen wir mal, wenn sie bei GT dann eben ohne Silvers vielleicht dann, ja, mal blöde getroffen werden oder so, kann das auch nochmal den Spieß umdrehen. Also das, ja, ich glaube, das wird hinten raus nochmal richtig, richtig, richtig knapp. Gleich auf die MSU gespannt in Turtle Rock, was wir da schönes hören von Donkey Kong. Bestimmt kriegt dann wieder solche Trauma, auch wieder diese Lorenmusik oder so. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, muss ich gestehen. Das ist lange her. So, Iconic bricht seinen letzten Crystal an. Dann gucken wir mal, ich habe auf die Zeit bei Iconic geguckt, wann er rein ist, dass wir gleich mal einen Unterschied haben zwischen Rudy und Iconic, wie viel Zeit jetzt wirklich die beiden hintereinander sind. Ja, und du? Ja. Achso. Was denn? Glaubst du, einer der beiden wird noch nach den Silvers suchen, das heißt irgendwie Sachen wie Mimic Cave mitmachen oder Laser Bridge komplett, wenn sie es nicht müssen? Du hast das Tempered. Dann sind die Silvers, wenn du die auf dem Weg findest, wirklich noch ein super netter Bonus, aber die werden die nicht mehr aktiv suchen. Also dafür sind die auch einfach zu eingespielt in Silverless Ganon Fights. Ich glaube, der Seed, so wie er angefangen hat, kann es uns sogar noch geben. Aber hier, glaube ich, bei Rudi gerade, holt er nochmal gut Zeit raus mit Spooky, wenn ich mir das von gerade nochmal angesehen hatte. Hatte Iconic aber auch gemacht. Also den hat er auch sauber durchgeführt. Und wenn euch übrigens gefällt, was die beiden Runner hier so machen, hinterlasst denen gerne auch mal ein Follow. Und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Gaming Dojo, unseren Tracker, der uns auch immer hilft, falls wir mal was übersehen, uns dann auch noch entsprechend zu informieren.
bei der Zeit, wenn du jetzt mal schaust, 21:40, Ende von Maya bei Rudi, da liegen schon 3,5-4 Minuten zwischen beiden. Also es ist doch größer der Unterschied, als ich zunächst dachte. Ja, aber wie gesagt, wir haben noch das GT-Routing vor uns. Und die Brücke, den übermächtigen Endgegner. Ja, die hat den einen oder anderen auch schon mal bezwungen, habe ich gehört. Und dann kam nachher Ganons Cousin Genan und hat gesagt, ich will eine Revanche. Aber auch, wie du gesagt hattest, diese 3,5 Minuten, das kann man auch noch durch, denke ich, durch das GT-Routing mit Sicherheit noch rausholen. Also, das Spiel ist noch lange nicht entschieden. Denk mal, wenn, naja, können wir mal ein bisschen spekulieren. Wenn es auf der 1 der Bicky oder auf der 1 bis 3 liegt und Rudi das trifft, während Iconic, sage ich mal, ja, erst eine der beiden Seiten full cleared. Ich denke mal, da würde er nochmal 2, 2,5 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem welche Seite, nochmal verlieren. Aber selbst dann, wenn du mal schaust, Iconic ist bei 1,18,20 so ungefähr rein. 4 Minuten, das ist schon ein ordentliches Brett. Ja, oder Rudi hat das Gefühl, ich bin so weit behind und ich mache den Teil rum und stell dir vor, da liegt dann sogar der Bicky. Auch, es wär ein mutiger Gamble, ja. Ja, und gleich wird auch Iconic seinen siebten Crystal in der Hand halten. Und dann gibt es gleich ein schönes Spiel. Willst du das erklären? Mach ich doch gern. Also, wenn gleich Trinex liegt und Iconic sich auf den Weg macht, spielen wir das gute Bicky Guessing Game. In Ganon's Tower. Da liegt irgendwo der Bicky in einer der ersten 22 Truhen. Und der Chat darf dann einfach mal raten, wo unsere Runner ihren Key finden. Ich würde sagen, wenn vielleicht einmal Gaming Dojo, weil ich gesehen habe, dass er im Chat das einmal Start schreibt, ist das unser Startschuss fürs Tippen. Lanux, was sagst du? Wünschst du unseren Runnern Gutes oder Schlechtes? Ich bin für die 14. Das ist so meine typische Zahl. Ich sage 14. Und ich werde wie üblich die 17 nehmen. Damit hatte ich schon in dem Turnier, ich glaube, dreimal Glück. Das ist heute sicher wieder so. Und übrigens, einmal möchte ich kurz den Besserwisser für dich raushängen lassen. Es sind 21 Truhen und eine Fackel. Ja, stimmt. Ja, richtig. Aber die Fackel hat ja heute nichts zu bedeuten, weil wir ja die Boots zum Glück auch haben. Weil wie frustrierend ist es, man geht in GT rein, will seinen Climb machen, bis man den Bicky finden, man sieht ohne Boots, der Bicky liegt auf der Torch. Und man muss mal raus und suchen. Das gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Ja, definitiv. So, Iconic hat's betreten, damit endet hier das Game. Entscheidet sich hier erstmal für den Hope Room als erstes. Ich weiß nicht, wie er üblich spielt, ob er. Er geht erst full rechts. Das heißt, wir haben 2 Checks schon gesehen. 4 Checks werden jetzt noch kommen. Weißt du, ob Iconic sich noch mit Potions eingedeckt hat? Green oder Blue? Der hat sich mit Blue Potions eingedeckt. Das weitere euch nochmal kurz vom Meier.
hat er sich, glaube ich, auch noch eine verbraucht, hat die aber definitiv wieder aufgefüllt. Das heißt, der hat zwei Blue Potions sogar in der Tasche. Wir müssen jetzt bei 8 sein, oder? Wir sind jetzt bei 6. Moment. Ah ja, 2 plus 4 sind 6, ja, und nicht 8. Ja, ich sag schon mal Tschüss, Bob. So, dann der Skullfoss Room. Oh, ich will mit meinen Zellkünsten... Glänz, ja. Es müssen 11 sein, ne? Genau, damit haben wir jetzt die erste Hälfte durch. 11 Checks haben wir, 11 Checks verbleiben. Ah, deine 14 ist gleich dran. Gucken wir mal. Ja, ich könnte auch vielleicht, falls es auch vielleicht knapp daneben liegen, weil das ist ja dann der Randorum und je nachdem, wofür sich dann Iconic sich entscheidet, welche Kiste er vielleicht zuerst öffnen möchte, die linke oder die rechte, könnte ihn auch sogar um einen daneben liegen. Ja, das ist dann immer natürlich ärgerlich. Der liegt. So, Rudi ist jetzt auch kurz vor Trinex. Und wird dann GT betreten. Ah, sieh meine an, das Cape. Aber ich glaube, wir werden auch bei Ganon nicht viel Cape sehen, weil es einfach ohne Half Magic, doch recht viel frisst. Und wenn sie nur noch zwei Potions haben, ne? Ja, du kannst dich auch, wenn du den Firebats ausweichen willst, kannst du auch hier die Magic sparen, indem du einfach die Wand anfasst. Ja, aber dann später. Aber gucken wir mal. 17. Also jetzt kommt gleich Bob-Chest Nummer 18. Wir kommen auch möglicherweise in den Teilraum immer näher. Und wenn der da jetzt liegt und Rudi entscheidet sich, wenn er das Gefühl hat, dass er behind ist, dass er den Teilraum macht, dann sind aber wieder nahezu gleich auf. Ja, aber wirklich mal ein richtig mutiges Gamble. Ich sag mal, wenn er jetzt mal auf die Kamera schaut, von der Mimik her, glaube ich, fühlt er sich eigentlich gerade ganz gut im Race. Also jetzt, glaube ich, nicht groß behind. Wenn überhaupt. Dann haben wir noch die Armor Knights, 3 Kisten und dann wäre es der Tile Room. Es ist der Teilraum. Los, Rudi, mach den Teilraum. Das wäre was. Das Match dreht sich oder ist komplett wieder offen, weil er gambelt. Ah, schade, leider nicht. Leider nicht. Schade. Er geht die gleiche Route wie Iconic. Das heißt, dann ist er letztendlich den kompletten Climb dann am Ende dahinter, ein bisschen mehr ja sogar. Aber auch das muss noch nichts heißen. Es kann immer noch das eine oder andere passieren. Stell dir mal vor, jetzt bei Iconic vielleicht ein unglücklicher Tod. Er hat keine Feen. Das heißt, er müsste dann wieder von vorne anfangen. Ja, und damit den Big Key auf der 22. Hat denn jemand die 22 getippt? Bestimmt, so nett wie unser Chat ist, haben wir das sicher nicht nur einmal. Oder
Siehst du die? Ich sehe nur eine 23 bis jetzt, was ja in einer ganz trivialen Welt vielleicht möglich ist. Aber die nächste Zahl wäre dann aber, 23 gibt es ja nicht, wäre dann glaube ich Domin 1994 mit der 19. GG's. Ja, Domin, dann viel Ruhm und Ehre für dich und eine Handvoll Internetpunkte. Gib aber bitte nicht alles auf einmal auf. Na, mal schauen. Gambelt Rudi und geht vielleicht. Ach, er ist ja schon links. Ich dachte, er hatte jetzt erst gesehen. Vielleicht hätte er nach der Ride-Set doch noch den Teil-Rune direkt angeschlossen, aber es wird die genau identische Rune. Ah, der Raum, wo Iconic gerade war mit den Skullforce, das finde ich ist so ein Raum. Manchmal ärgern einen die Skullforce da doch so, da ist so ein Medaillen schon nicht verkehrt. Ja, da hast du recht, ne? Wenn man da irgendwie vielleicht mal, glaube ich, ein Stückchen zu weit weg ist und die dann halt bei dem Slasher dann auch wegspringen. Oh, jetzt wird's aber knapp. Ja, und damit hat er jetzt eine seiner Grüße schon aufgebraucht. Das kann, wenn noch was passiert, doch noch Rudi weiter ranbringen. Wurde gerade nochmal die Frage gestellt, wo nochmal die Lampe war. Die Lampe weiß ich jetzt immer, aber die war so früh, dass wir nicht einen einzigen Darkroom sehen mussten. Ja. Ich überlege gerade, die war noch vor Eastern und den haben sie ja sehr früh gemacht, weil es ein Crystal war und sie als Startwaffe den Bogen hatten. Dann sogar schon den Kakariko selber. Das weiß ich gar nicht, das ist wirklich zu früh. Ja, dann haben wir gleich unseren Trolldorm-Fight. Rudi wird jetzt auch bald merken, der Biki wird in der Teilroom liegen. Wird sich bestimmt auch sehr ärgern. Und da bin ich auf die Reaktion gespannt. Moldom 2, denke ich mal, keine Probleme. Ja, mit Tempered eigentlich sehr, sehr simpel. Ja, und er merkt es, Tyrum. Ja, auch ein sehr unbeliebter Raum, denn es ist halt ein Gamble. Es kostet sehr viel Zeit, nur um einen Check zu bekommen. Ist auch dann sehr auch verständlich, dass man den auch so ziemlich als letzten Check macht. Wenn mein Lippenlesen gerade gereicht hat, hat Rudi nur vor sich hingeflucht, no way. Na, WTF hat er gesagt, okay, aber ist nah dran. So, Iconic, Agar 2 durch, das heißt, jetzt geht es zu Ganon und dann hoffentlich zu einem schönen Fight.
Und ich sehe gerade, Iconic hat irgendwo auf dem Weg im Climb anscheinend noch ein Schwert gefunden. Denn der hat das Butter. War das in der Validation? Kann das sein? Stimmt. Denn zum Zeitpunkt gegen Moldum hatte der noch das Tempered. Ja, war eine Validation-Chest und jetzt noch das Butter-Sword. Ja, das macht die ersten beiden Phasen nochmal ein paar Slashes einfacher. Für die letzte, ja, wie wir wissen, sind es ebenso 12. Ja, Gennen hat aber auch keine Lust, sich hauen zu lassen. Und da sehen wir Silvers in Turtle Rock, das heißt vermutlich auf der Laser Bridge. So, ein Drittel hat er schon von seinen Hits. 4. Jetzt, na, das war der 5. glaube ich nicht. Bei Limo 2 hat er ein paar Probleme. Möchte seine Matrix sich anscheinend aufsparen und nutzt deswegen den Fire Rod nicht. Ja, damit ist Gannon down. Sobald Iconic die Brücke überschritten hat, dürft ihr gerne den Chat mit GG spammen für Iconic. Aber immer erst die Brücke abwarten, da kann noch vieles passieren. Ja, und da ist Iconic auch als erster durch mit einer offiziellen Zeit von 1:37:45. GG's. So. Ah, Iconic hat es doch direkt hier hingeschafft. Ja, GG's GG. Iconic. Oh, danke, GG. Wie fühlst du dich? Was denkst du von dem Seed? Ja, sehr überraschend schnell viele Items bekommen. Dann das Hobo, die Mitz für mich hatte, hat mir ein bisschen Angst eingejagt. Ja, du hattest ja dann Agar gemacht. Genau. Und viele Denkfehler nach Pot, dachte ich so, ab nach Skullwoods und dann hoppala. Mein Dark World Access ist das Tor. Musste ich dann nochmal hin. Ja, und ich fühlte mich die ganze Zeit behind. Nice Palace, Hammer und Spiegel, die waren schlimm. Ja, da stimme ich dir zu. Also wäre ich jetzt an deiner Stelle, hätte ich wahrscheinlich auch vielleicht das ein oder andere böse Wort fallen gelassen, dass da der Hammer und der Spiegel liegt. Ich auch. Ja, von deiner Execution, was sagst du? Warst du zufrieden? Probleme gehabt oder lief alles wie geplant? Viele kleine Probleme dazwischen. Der Bombjump wollte nicht, immer wieder so kleine Fehler zwischendurch. Den Bombjump in Ice Palace meinst du wahrscheinlich? Genau. Vielleicht eben, ich weiß nicht, ob du, wie du reingeguckt hattest, dann jetzt im Nachgang bei Rudi. Rudi hatte sich ja nämlich für den Hobo entschieden mit Fake-Flippern. Deswegen ist es bei euch oft ein Hin und Her, wer jetzt vorne liegt. Aber du warst ja mit deiner Entscheidung eigentlich ganz glücklich, dass du in den Pendant Dungeons keine Zeit verloren hast. Ja, da wollte ich. Ich wollte einfach die Pendants vermeiden, aber dadurch, dass im Maya nichts mehr lag, hatte ich nur noch Ice Palace und die Smith Chain. Und die Smith Chain kann ich nicht leiden, also bin ich in Ice Palace rein.
Ja, und ich glaube, das war auch für dich etwas, was das Race in deine Richtung gedreht hat, denn auf dem Schmied lag das Buch, was ich dann ja wahrscheinlich direkt rüber nach Desert gezogen hätte. Weil. Buch? Gut, dass ich das nicht gefunden habe. Und Ice Palace war damit natürlich dann die richtige Entscheidung mit den beiden Progressions. Ja, der Spiegel war halt noch fies hinterm Hammer, gleich im nächsten Raum. Ja, man hätte vielleicht der ein oder andere hätte gesagt, okay, ich habe meinen Hammer, ich gehe wieder raus, weil ist ja nur Pendant. Da hätte man sich wahrscheinlich später richtig, richtig, richtig geärgert. Genau. Okay, schauen wir mal, wann Rudi dazukommt. Im Stream ist er jetzt im Ganon-Fight, das heißt, dürfte nicht mehr allzu lange brauchen. Ich überbrücke einmal ganz kurz die Zeit und schaue auf das Programm für den Abend noch, was wir an verschiedenen Spielen sehen. Aktuell läuft schon auf Speed Gaming Deutsch 2 Nervendolch gegen Lotpille. Dann haben wir später, 20.10 Uhr, Schwurgeil gegen Swunsch hier auf diesem Kanal. Und parallel startet dort dann Gaming 90 gegen Galderan. Also von den Streams her, denke ich mal, bis 22 Uhr gibt es noch einiges zu schauen dann. Iconic, vielleicht ein Blick aufs nächste Spiel zwischen euch beiden. Was glaubst du, wird das wieder knapp? Was kann es da ausmachen, wenn der Stream vielleicht nicht so gemeine Fallen legt? Ich denke, Open wird enger. Da ist Rudi doch besser. Er hat die bessere Übersicht, so würde ich sagen. Okay, das heißt, allein vom Start her, von den ersten zwei, drei Items, was die schlauen Wahl sind, meinst du? Genau. Das ja, okay. Early Game ist nicht meins. Okay, schauen wir mal. Rudi ist nämlich hier jetzt gerade in seinen letzten Slashes gegen Ganon. Und ich denke mal, der wird auch relativ zeitig dann gleich dazukommen. Ist genau auch entsprechend gut hier unterwegs. Torch Glitch geglückt. Mit dem Butter ja auch nur 12 Hits. Deswegen, also. Das soll da jetzt auch noch routiniert runterspielen, würde ich sagen. Vielleicht auch nochmal der Aufruf wieder an den Chat und alle Zuschauer. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, followt unseren Runnern, schaltet auch natürlich weiter ein. Es kommen noch jede Menge Spiele. Jetzt entsprechend die Bracket-Phase und dann später natürlich noch die Folgerunden, wo dann natürlich nochmal der Skill-Level deutlich näher zusammenrückt. Also da gibt es sicher noch einige Tage und vielleicht Wochen mächtig was zu schauen. Rudi währenddessen auch fertig geworden, hat die Brücke erfolgreich bezwungen nach Ganon. GG's auch hier mit einer Zeit von 1:43:33. Lanox, fällt dir noch was ein zu diesem Seed? Jetzt so gerade nicht, aber da ist jetzt Rudi auch reingekommen, auch noch GG an dich. Yo, GG's. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, GG, das war auf jeden Fall. Boah, ich dachte, ich liege irgendwo ganz weit hinten, ne? Also ich habe irgendwann, das Chaos fing an mit diesem Schießstandspiel. Falls das irgendeiner mitbekommen hat. Ja, da hattest du ein bisschen gestruggelt. Ja, ab da ging das Chaos los. Ich habe mich mega gefreut, als ich bei Hobo die Golden Mits bekommen habe, weil ich dachte so, der ist safe Acker gegangen. Also, ich war auch kurz davor, Aga zu gehen. Ich dachte mir so, komm, machst du die Checks mit. Vielleicht findest du da irgendwas, was mich doch noch in die Dark World bringt. Waren dann die Gold Mits. Ist mir aber dann später zum Verhängnis geworden, weil ich musste mehrfach Richtung Port routen. Und dadurch, dass ich den Aga-Port nicht hatte und keinen Hammer, musste ich halt diesen ganzen Umweg gehen. Und ich habe an der einen oder anderen Stelle nicht geschnallt, dass ich mir einen Umweg gemacht habe, als ich zum Beispiel
aus Potsafe einen Quit gemacht habe, anstatt dann direkt zu Catfish zu gehen oder so, hätte vielleicht schneller sein können. Also ich hätte dann auf jeden Fall an ein paar Stellen Zeit sparen können und bin für ein paar Checks 2-3 Mal gelaufen. Das war ein bisschen umständlich. Ja, ich habe das im Eisrod gesehen. Da musstest du ja schon ein paar Mal laufen, um genau, den Eisrod zum Beispiel. Da musste ich 2-mal zum Beispiel laufen. Das war umständlich. Ja, das war, ich sag mal, dein Glück hat sich da dann eben ein bisschen umgedreht, weil lange Zeit eben gerade dadurch, dass eben Iconic Agar hatte, warst du eigentlich recht gut vorne. Was wir uns noch gefragt haben, du warst dann ja nach dem Schmied irgendwann in Desert drin. Hast dann aber auf halbem Weg umgedreht. Was hat dich denn, sag ich mal, vom Green Pendant wieder weggezogen? Ich dachte mir, das würde vielleicht zu lange dauern, jetzt noch den Boss zu machen für Green Pendant, und bin lieber hingegangen, wo noch mehr Kisten waren, weil es gab halt noch, wie gesagt, Ice Palace mit 3 Items und diverse andere Orte, wo man schneller an Items kommt, und ich habe einfach gedacht, ich gehe auf Schnelligkeit. So, und habe gesagt, ja komm, weil Desert, dann fliege ich da einfach nochmal kurz mit Ocarina hin, und ob ich jetzt von ganz rechts aus dem Desert nochmal rüberlaufe bis zum Boss, oder ob ich mich mit der Ocarina rüberflöte und dann den Fronteingang nehme, da tut sich nicht viel. Deswegen habe ich es erstmal liegen lassen. Na, verstanden. Also, ich sag mal, die Entscheidung, wissen wir, war die richtige, mit Spiegel und Hammer dann in Eis. Ja, wir hatten so gefragt, auf halbem Weg, okay, warum dreht er denn jetzt um? Ja, ich hatte auch noch sowas im Hinterkopf. Und zwar ist mir irgendwann eingefallen, ich habe ja das Spiel davor kommentiert mit Kromp. Und der hatte noch an einer Stelle gesagt, ja, wieder ganz typisch, ne, könnte auch der Hammer in Ice Palace liegen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wehe. Ab irgendeinem Punkt dachte ich mir, komm, wehe. Ja, bin hingegangen, habe dann ja Ice Palace gemacht. Übrigens, absoluter Todfeind von mir. Ich mag Ice Palace überhaupt nicht ohne Sumaria. Und mein Routing ist dementsprechend auch nicht, glaube ich, so optimiert. Und ja, das kam dann zu tragen, also mit dem Hammer und dem Spiegel. Ich war sogar kurz davor, als ich den Hammer hatte, davor einfach zum Boss zu laufen und weiterzugehen, und wollte schon fast nicht die nächste Kiste checken. Das wäre dann nochmal richtig ärgerlich geworden, ja? Ja, irgendwie hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte mir so, Go-Mode, aber war ich ja gar nicht, ne? Also so, hätte ja noch gamblen können auf Laser Bridge, dass da vielleicht der Spiegel liegt, aber Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, das Problem hatte ich auch mal wieder, dass ich immer wieder den Sumaria hinterm Spiegel vergessen habe. Deswegen, ja, hätte nochmal ärgerlich sein können. Definitiv, definitiv. Ja, also die 2 Items haben auf jeden Fall die meiste Zeit gefressen. Sonst war der ziemlich straightforward. Man wurde ja auch wirklich reichlich belohnt in dem Seed. Also man wurde ja wirklich zugeschüttet mit Items. Und war schon erstaunlich. So, was der Seed eingegeben hat. Das nächste Spiel zwischen euch ist dann ja ein Open. Iconic meinte gerade eben, da sieht er eher dich so ein bisschen im Vorteil durch den anderen Start. Wie siehst du das? Also es ist ja nur der Start. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie war das mit dem Standard? Wer war als erstes draußen von uns beiden? Das war, glaube ich, Iconic. Ach, okay. Ja, gut. Nee, also ansonsten, ich weiß nicht. Also, es ist ja nur der Start. Also, wirklich viel macht es ja erstmal nicht aus, glaube ich. Also, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen. Also, es kommt immer darauf an, wo welche Items liegen. Ob der Onkel was hat, ob in der City irgendwas liegt, oder. Ne? Das. Open ist immer so eine gemischte Tüte, finde ich. Aber das ist ja immer ganz angenehm. Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf das morgige Spiel, weil, ja. Ey, ganz ehrlich, ich finde die Gruppe genial. Alle Spiele sind relativ knapp. Sehr spannende Spiele. Ich hab Riesenspaß. Also falls ich morgen raus bin aus dem Turnier, dann gehe ich mit erhobenen Hauptes aus dieser Arena. Und ihr seht mich dann definitiv auch nochmal im Rivals Cup. Und ich denke mal, das kann man für jeden sagen in dieser Gruppe. Na, schön zu hören, schön zu hören. Gut, dass du es auch gerade schon mal gesagt hast. Wer also nochmal ein Spiel zwischen euch beiden sehen will, muss gar nicht lange warten. Morgen zur selben Zeit, wieder 16:40 Uhr, geht's los.
Noch ist nicht klar, ob es einen Restream gibt, aber zur Not gibt es ja eure beiden Einzelscreams und dann kann man da dann zuschauen. Ja, definitiv. So, ja. Gut, hat noch jemand ergänzende Worte oder wollen wir nochmal schauen, wo wir jetzt das nächste Spiel uns anschauen können? Wer hat sich die Nummer 22 gewünscht? Oh Gott, stimmt, da muss ich nochmal abschließend was zu sagen. Ich habe im Spiel davor noch kommentiert gehabt und hatte, also beide hatten Schwert Go-Mode und haben in GT das Schwert gesucht. Und ich habe noch gesagt, ja, ich tippe auf die 2. Und Crump meint so, boah, das ist aber irgendwie nicht nett, ne? Weil ich so, warum? Ja, dann haben sie den Big Key im besten Falls, aber müssen das Schwert halt noch suchen. Also das wäre ja voll der Tritt ins Gesicht. Und dann haben wir über Karma gesprochen und er meinte noch von wegen, ja, ich wünsche dir die 22 fürs nächste Spiel dann, ne? Ja. Tut mir leid, Iconic, habe ich vielleicht mit angeschleppt, die 22, also. Alles gut. Also im Chat könnt ihr die Schuldigen was nicht geben. Ja. Der hat nur die 23. Gemacht, ne? Ach so. Dann ist knapp geworden. So, ja. Gut, also, ich würde mal sagen, wer das nächste Spiel dann schauen will, oder also auf diesem Kanal, 20.10 Uhr geht es hier weiter, Schwurgeil gegen Swunsch. Und wer nicht so lange warten möchte, hat auf Speed Gaming 2 Loadpille gerade gegen Nervendolch und kann dann da entsprechend noch verspätet mit reinschauen. Dann würde ich sagen, vielen Dank und GGs nochmal an euch beide, Iconic Rudy, für das spannende Match. Ja, danke. Lanox natürlich fürs Kommentieren und Gaming Dojo für das Tracking im Hintergrund. Ja, auch nochmal ein Danke an euch. Sorry. Nee, Kittelot. Achso, ja gut. ja, danke auch nochmal an Iconic für das Game. GG auch nochmal an der Stelle. Ja, wohl verdient, dass ich das nicht umgesetzt habe. Das, ja, habe ich verdient. So. Genau, dann nochmal ein Dankeschön an die Kommentatoren. Vielen Dank auch nochmal an Gaming Dojo fürs Tracken und vielen Dank für alle, die zugeschaut haben und viel Spaß heute noch. Da schließe ich mich Rudy an. Dir auch nochmal ein GG, Rudy. Morgen ja, noch ist so spannend. Oh, vielleicht ja. Können wir noch ein drittes Game machen. Hätte ich Bock drauf. Gerne. Auch danke an die Kommentatoren, an Gaming Dojo fürs Tracken, an die Zuschauer und danke Lisandre fürs Aufsetzen. Oh ja. Bis auf Eispad, das war schön. Seid froh, dass Rahlen nicht gerollt hat. Okay. Da ich den Seed gestartet hatte mit dem Kommentieren, Lanox, gönn dir dann die allerletzten Worte. Okay. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. War ein tolles Match. Wie Kittelhoff schon gesagt hat, wenn ihr noch Bock habt, es läuft auf Speed Gaming Deutsch 2 noch ein anderes Spiel. Später hier noch ein weiteres. Ich freue mich auch jetzt morgen auf das nächste Match zwischen Iconic und Rudy. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns hier von Speed Gaming Deutsch 1 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.